und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich nehme mich heute früh einfach mal ein bisschen mit durch meinen produktiven Morgen, denn ich habe sehr viel zu tun. Mein Zimmer sieht aus wie Scheiße. Ich bin gestern wieder gekommen aus dem Europapark und ich habe weder ausgepackt noch aufgeräumt noch irgendwas gemacht. Und ich muss heute noch Sport machen, meine Haare waschen. Ich habe morgen finally meinen Friseurtermin. Ich freue mich so doll drauf. Und ja, genau, das ist das, was so ein bisschen ansteht. Da muss ich auch noch eine neue Podcast-Folge planen und aufnehmen, denn heute soll eine neue online kommen und ich weiß noch nicht genau, welches Thema ich mache und ja, wie ich das Ganze plane, ist immer ein bisschen viel. Und dann muss ich auch noch Journaling machen. Ich mache jetzt erstmal Journaling, dann machen wir das Frühstück und dann gucken wir weiter. Und ja, genau, ich nehme mich so ein bisschen mit, also let's go. Okay, Leute, ich habe jetzt gerade noch meine Woche geplant und zwar habe ich da hier immer auf meinem iPad so einen Weekly Planer und das unterteilt sich in so Spalten. Einmal hat man halt hier oben so das Datum, hier habe ich so die wichtigsten Dinge, die ich die Woche abarbeiten muss. Hier habe ich so Zeug, was halt so in der Woche ansteht und ganz vorne habe ich halt auch nochmal so einen Riesenplaner, das ist so eine Übersicht und die Tage, wo ich was habe, die sind halt markiert und hier oben ist noch so eine kleine Legende dazu und das plane ich halt dann immer für jede Woche. Und genau, das mache ich immer am Anfang der Woche. Das ist eigentlich ganz cool, weil da hat man so eine Übersicht. Und bei Notes schreibe ich mir meist noch so einen cuten Pinterest-Spruch oder so rein. Okay, jetzt machen wir jetzt erstmal Frühstück, weil ich habe Hunger. Okay, Leute, ich habe Bock auf einen richtig schönen Joghurt mit Haferflocken, Chiasamen, Früchten, Erdnussbutter. Was machen wir uns jetzt? Ich gucke mal, was ich noch da habe. Ich glaube, ich habe noch so einen Soja-Joghurt. Okay Leute, jetzt machen wir uns noch ein schönes Vitamingetränk und einen Kaffee und dann ist das Frühstück fertig. Okay, Leute, ich habe jetzt meinen Vitamintrink gemacht und meine geile Bowl. Mein Kaffee mache ich mir glaube ich später, dann wenn ich meinen Podcast Coffee Date mit Josie aufnehme, weil da trinke ich eigentlich immer so einen Kaffee nebenbei. Und ja, ich werde es jetzt mal genießen. Und delicious. Bruh. Ich habe jetzt schon ein cutes Sportoutfit angezogen. Und wir gucken jetzt mal, welches Workout ich mache. Ja. TikTok, war noch geöffnet. Meist zippe ich einfach so durch und gucke dann da, ob irgendein cooles Pilates-Workout oder so ist. Aber ich habe Bock, wieder ein bisschen mehr so nach einem Workout-Plan zu gehen. Und da habe ich die App von mir da reif, die heißt Pam App. Und dann kann man halt so sich selber so Workouts planen erstellen. Also sie hat so verschiedene Options. Sie hat halt so Loose Weight, oh, hat sie zwei Versionen davon. Ah, einmal Dance Version, einmal normal. Dann hat sie 30 Minuten Full Body, Beginner, Hardcore, Medium Level, Give Me Abs, Busy, Slow, Weights, Dance und Bubble Butt. Und ich überlege gerade, was ich mache. Ich glaube, ich mache einfach Medium Level, 45 Minuten Medium Level, diesen Plan auswählen und dann hat man quasi hier so einen Plan und man kann dann immer alles einzeln so abkreuzen und abhaken und sieht dann genau, was man schon gemacht hat. Das ist halt sehr geil. Ich glaube, ich mache halt so Booty and Home Weights. Das ist der Plan zwar für Dienstag, aber Montag ist so Armmuskeln und I don't know, ich will irgendwie nicht so Armmuskel trainieren, ich mag das nicht. Ich habe keine Armmuskeln, deswegen fällt es mir erstens super schwer, die zu trainieren. Und zweitens möchte ich ehrlich gesagt gar nicht so krasse Muskeln in den Armen haben. Das klingt jetzt richtig blöd, aber I don't know. Und es macht mir halt auch nicht so Spaß, deswegen. Ja, ich mache jetzt den Dienstagplan und das ist sehr viel Booty. Aber we take it. Morgen ist dann sehr viel Abs. Freitag ist dann wieder mehr Booty, Donnerstag ist so ein bisschen so ein Yoga-Stretch-Tag. Also sie hat auch so Pausen dazwischen, Sonntag ist kompletter Ruhetag und Samstag ist auch nochmal so Abs und Pilates. Das ist eigentlich ganz geil. Okay, wir beginnen mit dem Booty-Plan. Let's go. Und ich zeige euch nochmal schnell mein Sport-Outfit. Bitte beachtet nicht mein Zimmer, warum das dann gleich aussieht, aussieht wie Shit. Ich muss meine Haare noch zusammen machen. Und mein Sport-Outfit ist einfach so eine ganz einfache blaue Leggings und so ein schwarzes Top. Okay, kleine Planänderung. Eigentlich mache ich drüben immer bei uns in der Stube. Oh Gott, so ist es viel besser. Da kann ich über den Fernseher laufen lassen, aber meine Schwester ist da gerade und sie war zuerst.
Okay, first workout done. Jetzt mache ich das nächste und das nächste ist mit Gewichten. So, ich werde sterben. I'm finally done und ich bin so fertig. Alter, mein Hintern, er brennt. Er brennt, er kann nicht mehr. Aber es war sehr gut. Ich gehe jetzt schnell duschen, ist ein bisschen Selfcare und dann machen wir weiter einen Plan. Ich bin so fertig, ich muss jetzt erstmal einen Schluck Wasser trinken. Nicht, dass ich umkippe, weil draußen ist es auch extrem warm. Und hier drin ist es auch warm. Und ich bin tot. Aber ich liebe es irgendwie. Kennt ihr das Gefühl nach einem Workout? Man fühlt sich irgendwie so richtig... Ich weiß, wenn man anfängt mit Workouts, fühlt man sich danach nicht gut. Da denkt man sich einfach nur so, tschüssi, die Fresse. Ich fühle mich einfach tot. Ich fühle mich auch tot. Aber irgendwie so danach, wenn ich jetzt frisch geduscht bin, ist das Gefühl bombastisch. Und es motiviert mich irgendwie auch heute für den Tag, weil ich denke mir dann so, ich habe heute schon Sport gemacht. Und ich finde es auch besser, wenn man am Anfang des Tages Sport macht, weil sonst schiebt man es immer weiter raus und abends hat man keinen Bock mehr. Deswegen probiert es am Anfang des Tages zu machen. Oder keine Ahnung, gleich wenn ihr aus der Schule kommt oder so, weil es auch gut dann gleich nach der Schule habt ihr erstmal so eine Ablenkung von dem ganzen Denken und dann macht ihr euren Lernstuff und dann macht ihr das Zeug. Ja, weil sonst schiebt man es immer nur weiter hinaus. Noch ein Tipp, um euch zu motivieren, zieht einfach direkt früh oder wenn ihr aus der Schule kommt oder whatever, Sportsachen an. Weil dann fühlt ihr euch gleich schon mal viel motivierter und dann wollt ihr direkt Sport machen irgendwie. Also ihr denkt euch so, ja, jetzt habe ich die schon mal an, jetzt kann ich es auch machen. Ja. Okay Leute, ich habe jetzt fertig geduscht. Mein Outfit habe ich auch schon angezogen, das zeige ich euch dann gleich. Ich muss jetzt erstmal meine Haare machen. Ich möchte die ein bisschen kletten heute, aber ich benutze eigentlich nie ein Kletteisen und nie so viel Hitze, sondern ich benutze irgendwie immer meinen Dyson, weil meine Haare letztes Jahr am Ende des Jahres so kaputt waren, dass ich die abschneiden musste. Und ich will eigentlich wieder lange Haare haben, deswegen achte ich zurzeit sehr auf meine Haarroutine und meine Haarpflege und passe sehr gut auf die auf. Deswegen sprühe ich die einfach nur ein bisschen nass, dann kommt ein bisschen Hitzeschutz rein und dann kalte ich die und wir sehen uns um 13:01 mit glatten Haaren. Badaboom, jetzt mache ich noch schnell mein Make-up und dann bin ich ready für den Tag. Und dann muss ich ja definitiv aufräumen, Leute. Es nervt mich so dolle, wenn mein Zimmer unordentlich ist. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist... Oh, geht mir wirklich sehr auf die Nerven, deswegen wird dann hier aufgeräumt. Aber jetzt erstmal schnell Make-up. 3, 2, 1, cooler Übergang. Tada! Ich bin jetzt ready und ich räume jetzt definitiv mein Zimmer auf, weil Leute, ich zeige euch das kurz. Ihr müsst es sehen, damit ihr versteht, was ich meine. Da ist ein Koffer, nicht ausgepackt. Da liegt überall Scheiße rum, da ist alles wild. Gefällt mir nicht, deswegen wir räumen jetzt auf und ich zeige euch noch ganz kurz mein Outfit. This is my outfit of today. Halt, das ist von Siebdude. Total lieber Top, aber ich liebe Siebdude. Und dann noch eine Hose, die ist Secondhand. Die habe ich von meiner Mom quasi. Also ich habe sie nicht in einem Secondhand-Laden gekauft, sondern die ist von früher von meiner Mom. Aber ich mag die echt gern. Ich räume jetzt auf hier, weil das gefällt mir alles nicht mehr. Okay, ich sitze jetzt hier an meinem Schreibtisch, ich habe alles aufgeräumt und ich werde jetzt noch schnell, ich muss hier noch ein paar Belege beschriften für die Steuer, ich muss noch ganz schnell eine Mail schreiben und dann werde ich meine Podcast-Folge anfangen zu planen, beziehungsweise planen. Und ich habe noch keine Ahnung, welches Thema ich heute mache, aber ich habe in meinen iPhone-Notizen immer so verschiedene Themen einfach als so Überschrift und darunter sind halt so verschiedene Themen und da gucke ich mal, was ich noch so habe als Thema, was ich noch machen könnte. Deswegen, ja, ich muss jetzt erstmal schnell das hier beschriften und dann wird der Podcast geplant. Okay, ich habe den Podcast jetzt so weit geplant. Es wird halt so eine Art Q&A mit so Fragen, die mir gestellt werden, die man aber nicht ganz einfach mal so in der Insta-Story oder beim Fragenfreitag beantworten kann. Für die, ich weiß nicht, ich mache auf Instagram jeden Freitag so einen Fragenfreitag. Und dann habe ich hier so ein paar Fragen aufgeschrieben, wofür ich halt einfach mehr Zeit brauche, um die ausführlicher und mehr ins Detail irgendwie so zu beantworten. Ich habe das auch schon letztens mal so eine Folge drüber, über eine Frage nur gemacht. Aber das sind so Fragen, da würde es sich jetzt nicht lohnen, eine ganze Folge drüber zu machen, aber ich bräuchte schon mehr Zeit, um dann ein bisschen drüber zu reden. Weil voll oft, finde ich, hat man, wenn man das zum Beispiel in den Insta-Stories beantwortet, nur so einen kurzen Zeitframe,
weil dann will die auch nicht zu lang machen. Ich will auch nicht, dass da so um 100 Millionen Tabs sind und man die ganze Zeit so tippen muss. Und die Leute, die es nicht interessiert, dann die ganze Zeit so. Aber ich finde es halt wichtig manchmal, dass man manche Fragen ausführlicher beantwortet, weil sonst es auch sehr schnell so falsch verstanden werden kann oder so aus dem Kontext gerissen werden kann. Deswegen ja, mache ich darüber eine Podcast-Folge. Die werde ich jetzt gleich aufnehmen. Ich nehme euch ein bisschen mit. Ich muss hier gleich mein Setup aufbauen, mir einen Kaffee kochen. On my way, mir einen Kaffee zu machen für die Podcast-Aufnahme. Let's go. Oh mein Gott, ich zeig euch. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Wir haben eine fancy neue Kaffeemaschine. Ich zeig die euch. Das ist so eine geile Siebträgermaschine. Ich wollte schon immer so eine haben. Und ich werde jetzt einfach Baristerin. Das Problem ist, ich würde euch zeigen, wie ich gerade so Latte-Art übe. Aber ich habe keine Barista, für mich da sind wir normale. Aber wir machen trotzdem keinen Kaffee. Let's go. Well, das ist halt gar kein Muster geworden, weil ich halt nicht Rafa Barista habe, sondern nur die normale. Aber egal, anyways, wir nehmen jetzt den Podcast auf und trinken Kaffee. Okay Leute, ich nehme jetzt den Podcast auf. Wir haben jetzt meinen Kaffee hier. Und ich bin sehr gespannt, wie die Folge wird. Und einige Fragen habe ich mir auch noch nicht durchgelesen. Beziehungsweise suche ich in der Podcast-Folge auch noch so ein bisschen heraus. Wenn das Video online kommt, ist der Podcast auch schon online auf Coffee Date mit Josie. Den könnt ihr überall hören, also auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und so weiter. Müsst ihr einfach mal gucken. Coffee Date mit Josie. Und ja, da sind sehr viele verschiedenste Folgen dabei. Also schaut gerne mal rein. Okay Leute, ich habe jetzt den Podcast fertig aufgenommen und ich würde jetzt an der Stelle auch das Video beenden. Ich hoffe, euch hat die Productive Morning Routine, den Morgen, den wir zusammen verbracht haben, whatever, nennt es wie ihr wollt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne weitere Videowünsche in die Kommentare schreiben. Und ja, ich habe euch lieb, ich hoffe, ihr habt euch lieb. Achso, und den Podcast, ja, habe ich vorhin schon gesagt, könnt ihr alle. Ja, ich habe euch lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.